Hallo, hier ist Andrea von 10 Talente. Willkommen auf meinem Kanal. In den nächsten drei Videos zeige ich dir, wie du diese Kette knüpfen kannst. Sie hat einen raffinierten Makramee-Schiebeverschluss. Es hängen hinten keine losen Bänder herunter. Der Verschluss ist längenverstellbar. Und die Schiebeknoten sind als dekorative Elemente vorne sichtbar. Im ersten Video zeige ich die Befestigung am Stein mit Loch oder einer Perlmuttscheibe mit dieser Blume auf der Rückseite mit diesem doppelten Kringel. Im zweiten Video zeige ich dann diese Blättchen und Schnecken hier oben. Und im dritten Teil machen wir diesen Schiebeverschluss. Hier noch in einer anderen Farbe. Diese beiden Ketten, die ich jetzt gezeigt habe, sind mit 0,5 mm Garn geknüpft. Aber im Tutorial verwende ich 0,75 mm Garn, weil es einfach besser sichtbar ist und es sind immer wieder sehr viele Fäden in Aktion. Da blickt man besser durch, wenn es dickeres Garn ist. Ich beginne mit 4 Fäden, die ich mittig nehme. Zwei lege ich erstmal weg und jetzt kreuze ich mit diesem äußeren Faden unten durch unter den nächsten, mache einen Halbschlag nach innen, einen nach außen, noch einen nach innen und einen nach außen. Dann hole ich meinen nächsten Faden, hole den unten durch und mache einen doppelten Halbschlag nach außen. Jetzt hole ich den nächsten Faden. Der wird jetzt als Leitfaden über den bisherigen Leitfaden gelegt und ich mache einen Halbschlag nach innen bzw. unten, gehe wieder unten durch und mache einen nach außen. Dieser Leitfaden bildet den inneren Ring meines Blümchens. Jetzt knote ich einen doppelten Halbschlag . Der zweite Faden macht 8 Halbschläge um diesen Leitfaden herum nach innen, nach außen oder oben, nach innen, nach oben. Mein erstes ganzes Blütenblättchen biege ich jetzt herum. Das Gute an dem gewachsenen Faden ist, dass ich den biegen und modellieren kann und der bleibt so stehen. Dann gehen meine Knoten nicht gleich wieder auf. Ich mache mit dem ersten Faden jetzt einen doppelten Halbschlag
Hol den Leitfaden, den inneren, oben drüber. Mach einen Halbschlag nach links, einen nach rechts und beginne das zweite Blütenblatt. Leitfaden, Knotfaden, ein doppelter Halbschlag und wieder 8 einzelne abwechselnde. Eine ausführliche Anleitung für diese Halbschlagskettenwürmchen habe ich dir hier verlinkt, mit dickem Garn. Der Leitfaden geht oben drüber, der innere. Ich mache einen Halbschlag nach links, einen nach rechts. Jetzt siehst du schon, dass sich hier eine Kurve zeigt. Das dritte Blatt. Ich knote mein drittes Blatt an, aber den inneren Leitfaden lasse ich noch weg und markiere den mit einem Knoten am Ende. Jetzt knote ich in die andere Richtung weiter. 4 Halbschläge habe ich schon gemacht, jetzt kommen die anderen 4. Der Leitfaden geht oben drüber. Ich knote einmal nach rechts und einen Halbschlag nach links und mache das nächste Blütenblatt. Jetzt spiegelbildlich. 8 Halbschläge. Diese Schritte wiederholst du, bis du 7 Blütenblätter hast. So, den Leitfaden knote ich noch nicht an, sondern markiere auch diese Seite mit einem einfachen Knoten. Jetzt schließen wir dieses Blümchen. Du hast hier 4 Fäden auf jeder Seite. Und die obersten, innersten sind die Leitfäden, die legst du gekreuzt übereinander. Und jetzt nimmst du diesen Leitfaden, der das Blümchenblatt gemacht hat, und machst zuerst einen Knoten nach innen. Wir haben ja immer, wenn das Blütenblatt zurückkam zum inneren Leitfaden, erst nach innen geknotet. Den knote ich diesmal auf eine andere Art, weil ich dann mein Werkstück nicht herumdrehen muss. Du legst einen Iglu
über diese beiden Leitfäden. Dann gehst du mit deinem Knotfaden unter den beiden Leitfäden durch und kommst zur Iglu-Tür wieder heraus. Die Schlaufe springt dann um. So, das war jetzt ein Knoten nach innen. Jetzt machst du nochmal einen nach unten, also nach außen, genau wie immer. Nächste Seite. Dein Leitfaden, der aus dem Blättchen kommt, knotet nach innen um beide gekreuzten Leitfäden. Nach innen knoten bedeutet einen Iglu legen und durch die Tür des Iglus herauskommen. Dann springt die Schlaufe um nach unten und ich mache einen ganz normalen Swimmingpool nach unten, wie immer, und ziehe fest. Jetzt nehme ich meine beiden Leitfäden, die ich an den Knoten erkenne, und ziehe ganz fest zu. Und so schließt sich das Blümchen. Du kannst jetzt nochmal an diesen Knotfäden gut ziehen. Und dann stecke ich diese Leitfäden nach innen. Und ziehe nochmal fest zusammen. Jetzt hast du hier innen noch drei Fäden auf jeder Seite und den untersten Faden, den ganz äußersten, mit dem knote ich jetzt einen Rückwärtsknoten. Alle anderen Fäden gehen nach unten. Und der Rückwärtsknoten, Reverse Knot, ist ein Rippenknoten rückwärts. Den kannst du auf verschiedene Art machen, rechts über links. Und dann knotet nicht der untere Faden über den oberen, sondern du machst jetzt wieder diesen Iglu. Normalerweise machst du einen Pool. Und jetzt machst du mit dem oberen Faden einen Iglu um den anderen Faden und gehst durch den Iglu durch. Die Schlaufe springt um und du machst nochmal einen Iglu. Hier siehst du diesen Iglu. Jetzt brauchst du deinen Stein und du gehst mit allen Fäden durch diesen Stein, außer mit diesen beiden, die gerade diesen Reverse Knot gemacht haben. Am besten gehst du zuerst mit diesen beiden markierten Fäden durch dein Loch, denn die sind ja dicker mit diesem Knoten. Und dann mit allen anderen auch noch. Diese hier bleiben oben, alle anderen gehen durch das Loch. Und du drehst dein Blümchen so, dass diese beiden nach unten schauen. Jetzt suchst du deine zwei markierten Fäden. Die bleiben auch weiterhin die Leitfäden. So. Die hier legen wir aus dem Weg.
Du hast jetzt hier 4 Fäden und 2 Leitfäden. Du kreuzt diese Leitfäden miteinander und knotest 2 Fäden drauf mit einem doppelten Halbschlag, also ein Swimmingpool. 1, 2 und nochmal einen. 1, 2. Diese beiden Leitfäden mit dem Knoten jetzt gegeneinander ziehen. Das waren meine Knotfäden. Diese beiden markierten Leitfäden lasse ich außen liegen, die brauche ich gerade nicht mehr. Und ich nehme jetzt diese beiden Knotfäden als neue Leitfäden und lege die übereinander. Ich knote den ersten Faden mit einem doppelten Halbschlag an. Erster Halbschlag, und bevor ich den zweiten mache, den zweiten Halbschlag, lege ich diesen übrigen Faden oben drüber, so dass der jetzt zwischen diesen beiden Schlingen herauskommt, und mache den nächsten Halbschlag und ziehe meine beiden Leitfäden gegeneinander. Jetzt mache ich mit diesen beiden letzten Knotfäden eine Runde. Und zwar knote ich immer nach außen, nach innen, nach außen, nach innen. Und die innere Runde meines Kreises muss weniger Schlingen haben als die äußere. Also jetzt mache ich nur eine Schlinge nach außen und dann 4 Schlingen abwechselnd. Außen, innen, außen, innen. Jetzt mache ich einen halben Schlag nach innen und einen nach außen. Und jetzt noch einen nach außen und einen nach innen. Das lege ich jetzt erstmal, die 3 Fäden lege ich jetzt erstmal aus dem Weg und mache jetzt an der anderen Seite genau das Gleiche. Der Knotfaden knotet einmal nach außen und 4-mal auf der äußeren Bahn. 1, 2, 3, 4. 2 Schlingen auf der inneren Bahn. 1, 2. Und wieder 2 Schlingen auf der äußeren Bahn. 1, 2. Jetzt suche ich meine beiden Leitfäden von innen. Diese beiden inneren Leitfäden markiere ich jetzt mit einer kleinen Perle. Du hast jetzt auf jeder Seite 3 Fäden. Den äußeren Leitfaden von der großen Runde, den Knotfaden, der von der äußeren Runde kommt, den inneren Leitfaden, den ich markiert habe. Diesen inneren Leitfaden, diese beiden Leitfäden kreuze ich jetzt und gehe mit diesem Knotfaden, der von außen kommt,
einen Iglu, einen Halbschlag nach innen machen. Eins. Und bevor ich jetzt diesen nächsten Halbschlag ganz normal mache, lege ich den Knotfaden, der von der anderen Seite kommt, zwischen die beiden Schlingen. Also weglegen. Mein Knotfaden, der gerade geknotet hat, knotet jetzt nochmal einen ganz normalen nach außen. Und ich ziehe jetzt an meinen markierten Leitfäden. Und ziehe nochmal an dem Knotfaden. So, jetzt hast du wieder auf jeder Seite drei Fäden. Den Leitfaden, der von außen kommt, der hat einen einfachen Knoten auf beiden Seiten. Und dann hast du vier Knotfäden, die Leitfäden von vorhin und die anderen beiden inneren Fäden. Ich lege die äußeren Leitfäden gekreuzt übereinander und nehme jetzt diesen Faden mit der Perle und mache wieder einen Igluknoten nach innen. Leg den nächsten Faden zwischen diese beiden Schlingen und mach nochmal eine Schlinge nach außen mit diesem Perlchenfaden. Andere Seite genauso. Leitfäden doppelt legen. Ich mache einen Igluknoten, einen Knoten nach innen. Und leg den anderen Faden dazwischen und mach nochmal einen Knoten nach außen. Und jetzt ziehe ich an meinen beiden Leitfäden mit dem Knoten. So, wenn du alles richtig gemacht hast, hast du jetzt einen Doppelkreis. Du kannst nochmal deine Knotfäden schön stramm ziehen. Und wir drehen das Werkstück auf die andere Seite. So, das war Teil 1. Teil 2 dieser Kette folgt ungefähr in 3 Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.